Ja, hallo und herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Ja, also das hier ist jetzt das Showcase für Staffel 4 und 5 ARK Trooper 5. Ja, genau, das ist das Showcase-Video dazu. Ja. Genau, ich werde jetzt mal anfangen. Also mit dem Helm fange ich an. So einen ARK Trooper Helm gemacht. Und halt hier diese Five-Zeichen. Das schwarze Visier. Noch extra fett gemacht mit Edding. Nochmal so fett gemalt. Dann, ich weiß nicht, ob ich es erkennen kann, ich habe auch ein bisschen Nagellack auf die weißen und auf die färbigen Stellen geschmiert. Kann man ja ein bisschen erkennen. Dann hier nochmal selbst aufgemalte Atemfilter. Hier. Und ja, blau. Und blau. Genau. Dann nehmen wir gleich die Figur her. Also hier mal das Pauldron der Figur. Dieses kleine Munitionstäschchen ist drauf. So abgebogen. Na egal. Dann, ja, und dann hier das hier. Das Teil vom Pauldron habe ich, also das wurde am Anfang, bevor ich es mit einem Klebeband überklebt habe, war es noch grau, dann habe ich noch mit Silber drüber gemalt. Hat einen besseren Glanz. Ja. Hinten genauso. Und dann hier diese zwei Flügel. Ja. Dann sein Torso. Und seine Arme. Ein Pistolenholster wieder. Und hier auch. Die Beine sehen so aus. Ja. Dann hat er noch hier unten einen Kragen. Und das sieht dann. Wo liegt denn jetzt der Helm? Da hinten. Das sieht dann so aus mit Kragen. Also so natürlich nicht so. Aber so. Ja. Genau. Das war jetzt auch schon das. Ach, nein. Noch eine kleine Handfeuerwaffe. Ja, ich gebe die Feuerwaffe auch mal gleich in die Pistolenholster rein. Und ja, das war jetzt eigentlich auch schon das Ende des Videos. Ja, guckt euch auch meinen Commander Neo an, der ist unten im, gibt es unten in der Videobeschreibung, wird es einen Link geben. Ja, der zum Video von Commander Neo führt. Ja, und was jetzt noch dieses kleine Pausenvideo angeht, das habe ich rausgenommen. Ja, weil es da irgendwie zu falschen Mengen, also es kam irgendwie falsch an. Das ist jetzt so, ja, mein letztes, also das Zeugnis, mit dem ich jetzt da in die Ferien gestiegen bin, war, also durchgekommen, also ich bin ins nächste Jahr gekommen, also ich bin nicht versetzungsgefährdet, ich war aber auch nicht so übermaßen. Ich war eigentlich, wenn man es mit meinem vorigen, Zeugnis vergleicht, war das letzte Zeugnis, was ich heimgebracht habe, eigentlich unter aller Sau. Und ja, ich hätte es gerne ein bisschen besser. Und da ich ja jetzt auch irgendwie. War irgendwie seltsam, weil ich habe mit YouTube angefangen und dann hatte ich irgendwie überhaupt keine Lust, irgendwie was für die Schule zu machen. Aber das möchte ich unbedingt ändern. Und ja, darum werden, also ich werde auf keinen Fall aufhören mit YouTube, das auf keinen Fall. Ja, es werden halt dann nur nicht so viele Videos kommen. Ja, also. Ja,
Also ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Und ja. Also, ja, also bewerten, kommentieren und wenn euch, also in den Custom Showcase, wenn euch dann, hoppala, könnt ihr den Links folgen. Wenn ihr immer wieder unter jedem Custom Showcase ist ein, sind Links versteckt, also versteckt nicht, es sind Links vorhanden, könnt ihr alle nachher nach durcharbeiten, dann seht ihr mal alle meine Customs. Ja, genau, das war's von mir und ciao.